mit Liebe zum Detail entsteht das tuffig Geile. Was war denn mit ihrem Klar? Ja, die Farbe. Mir wurde alles Mögliche durchgefärbt. Ich hatte ja auch rosane Haare zwischendurch. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Also, ne? Den müssen wir auf jeden Fall mal finden. Aua. Au. Au. Zindel, sag mal, bist du dumm? Ich frage nur für einen Freund, was willst du von mir? Hau ab! Was willst du? Hast du auf Olaf uns zu bringen, Zindel? Sonst musst du nein, das ist zärtliches Streicheln. Wo ist er denn? So da. Also ich komme nicht mehr zur Tür rein. Aua, Zindel, jetzt hör auf, Mann! Kann ich mal einer töten? Das ist jetzt die Prügelstrafe für die deine Verfehlungen. Was? Aber jetzt reicht's. Könnt ihr bitte damit aufhören? Ich überleg's mir gerade nochmal, ob ich überhaupt reinkomme. Oh nein! Stopp, er hat mehr als ich! Ey! Lass mich in Ruhe! Ich will damit nichts tun. Nein! Stopp. Warum ist das nicht so effektiv? Wenn du jetzt Scheiße. Spielst, hast du leider verdient, muss ich so mal anmerken. Das ist eine dumme Sau. Ich erteile dir die Erlaubnis, Zintel zu hauen, wenn was er. Was versuchst du da? Ey, was machst denn du hier? Junge, ich hab so viel Stroh in der Tasche, ich kann nicht springen. Sahnebonbon ist zu fett, Junge. Das findet er wieder witzig, ja, ja. So wie Käsesahne genascht, hä? Scheiße, ich passe hier nicht rein. Das hörte sich irgendwie semi-optimal an. Boah, bloß die Gammel, Momo. Olaf! Wir haben einen Haftpflichtschaden! Das ist bloß ein Kratzer. Das können wir selber beheben. Können wir bitte nicht über sowas reden? Ich glaube, dann müssen wir mal einen ADAC rufen, ne? Ich bin immer noch, ich bin immer noch traumatisiert. Ich glaube, wir müssen noch mal einen ADAC rufen. Nee, bis jetzt haben wir noch keinen Platz. Beziehungsweise. Diese Splitter. Ja, wir brauchen gleich ein neues Schiff. Alter Marcel. Guckst du mal bitte vom Hafen, ob du schon an das Cargo-Dings da rankommst? Nee, jetzt wird auch noch ein Parkhilfe, ne? Du musst noch ein bisschen nach rechts und jetzt nach vorne. Am besten so, dass nicht so viele Splitter fliegen da hinten, ne? Ich weiß auch nicht, wer die Gammelmomo für quer geparkt hat. Das frage ich mich allerdings auch, ja. Alter, wer ist er denn? Kommt man jetzt zur Hölle? Vom Hafen da ran? Ja, ja. Er sieht aus wie eine Mischung aus dem 12-Jährigen und Frank Zander, ey. Schaut dir das mal an. Junge, ihr seid doch immer noch am Laufen. Halt einmal. Ja. Ja, danach machen wir auch nicht mehr. Wir wissen aber nicht, welcher Knopf das war. Wir drücken einfach immer den, wo den der größten Reichweite spricht. Also B. Einfach so wunderschön, dass ihr es hier schon dreimal entladen habt. Natürlich bin ich überladen. Oh. Alter, was? Was ist das denn? What the fuck? Was passiert? Alter! Springt durch die Lüfte. Junge, die haben sie mit einem Adler gekreuzt. Alter, guck dir das mal an. Busch. Oder ein Flugeichhörnchen. Irgendwas ist da drin, ey. Die Achterbahn ist ein Scheißdreck da hier. Hä? Wenn du springst. Alter, was? Du hast mich von der Krabbe geholt. Oh nee! An der Position, wo du gerade bist. Gut zu wissen. Hör auf, jetzt sterbe ich auf deren Schiff, Alter, das ist übel. Oh nee, ich hab's überlebt. Ja, ja, ja. Ich bin auf den Berg gelandet. Alter, von der Krabbe runtergezogen. Kann ich dich eigentlich umgehen? Ich weiß nicht richtig mit dem ja, Werfen. Er hätte mich ja ins Wasser werfen können. Hör auf! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich will das nicht! Na warte, ich nehme dich mit, das ist alles kein Problem. Oh, was? Ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Hatte? Dann hat er wahrscheinlich immer wieder Strohdach gebaut. Nein! Dieses Gesicht kann nur eine Mutter lieben, ja. Zu Opa. Wir sind führungslos. Hey! So, Bud Spencer schlägt. Zippe! Jawohl! Geht halt schon mal gut los. Alter, war ich denn kaputt jetzt? Ich glaube, er hat gerade Miri weggeschmissen. Nein! Ja! Doch. Ich kann beide schmeißen! Doch! Ich kann beide schmeißen! Ja, natürlich kannst du beide schmeißen. Ich weiß, ich will gerade André einladen, ne? Und er? Liebe diese Krabbe, ich geb sie nie wieder her, macht's gut. Was ist das denn? Ja, warte, die schießen auf Alter, ein Kugelfisch. Das ist so Tiefsee. Oh Gott, das ist die Arme. Ich hab die Kugel.
Zum Glück zittert der Boden, wenn du da rumspringst. Echt? Alter, wie er einfach aussieht, Junge. Alter, guck das mal an. Hat er das wirklich gemacht? Das ist nicht dein Ernst. Alter, Steve, ne? Ohne Witz, ich, egal wo du wohnst, Junge, ich finde dich. Es ist kein Problem für mich, ne? Was? Steve ist gerade auf unserem Schiff gespawnt und hält hinter seinen Arsch im Gesicht. Ich wette, ich kenne den Jungen. Aber der ist jetzt die ganze Zeit im Menü und sucht nach dem Shortcut für Kacken. Ich weiß genau, was der vorhat. Piep! 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 Warte, ich kann nicht gucken, wie weit ich noch muss. Piep! Du müsstest eigentlich Mirideto machen, ja? Ich stehe ja gerade hinter euch. Wie nochmal? Kannst du nochmal hören? Willkommen zurück, Master. So, jetzt bitte. Seid gegrüßt, Dina. Ihr dürft euch jetzt verneigen. Wo ist ihr landet? Dort hier. Wo ist doch Platz, wo kann ich mein Haus bauen? Ja. Na, das müssen wir aber gleich nochmal machen, ne? Ja, aber bitte, aber ins Meer. Hat noch viel Platz. Nicht aufs Schiff. Nicht aufs Schiff! Oh, warte mal, vielleicht landest du oben im Nest. Oh, jawohl! Jawohl! Alter! Der Wurf des Jahrhunderts! Auf dem Mast! Auf dem Mast gelandet! Also, ne? Auf dem Mast! Auf, Herr Lingas! Hast du jetzt das Schaf? Hast du jetzt das Schaf mit mir drauf? Du hast das Schaf mit mir drauf. Warte. Nein! Nee. Also es funktioniert, weil du... Komm, Schaf, reite! Aber es würde gehen. Für Tod und Vaterland!